Schützen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video für den Monat Januar. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, ja. Ich bin zwar gut reingerutscht, aber ich war leider krank, ja, aber mir geht es jetzt wieder gut. Ich hoffe, bei euch ja, war alles super soweit, ja, und ihr wart nicht krank. Ich wollte euch für das letzte Jahr auf jeden Fall danken und also Dankeschön sagen. Ich bin ja ziemlich neu auf dem Kanal, eher seit Oktober circa. Und ja, also vielen Dank für die Unterstützung, für die tollen Kommentare und die Abonnenten, die ich schon habe. Und überhaupt, ja, wer meine Videos schaut, vielen Dank dafür. Und ich hoffe auf ein richtig tolles Jahr mit euch, auf ein spannendes Jahr, dass mein Kanal wächst, ja, und wir vielleicht noch andere spannende Sachen zusammen machen können. Vielleicht auch mal ein Livestream, ja, so Super Chats heißt das, glaube ich, ja, wo ich dann direkt eure Fragen auch mit beantworten kann, ja. Das ist vielleicht auch ganz interessant für den einen oder anderen. Ansonsten, wenn ihr eine Privatlegung möchtet, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Die E-Mail-Adresse ist unter diesem Video hinterlegt. Wir fangen jetzt mal an. Wir nehmen erstmal eine Orakelkarte, ja, für den Januar. Also, welche Energie habt die Schützen im Januar? Ja? Welche Hauptenergie? Schütze Januar. Denke über Prioritäten nach. Ja, also was ist Priorität für dich? Vielleicht ist es mal wichtig, dass du auch an dich denkst, ja, in diesem Monat. So, eine Tarotkarte. Denke über Prioritäten nach. Schütze Januar. Oha. Zwei Karten. Na, die nehmen wir. Fangen wir mit dem Turm an. Also das fühle ich jetzt so, dass das die Reihenfolge ist. Also ihr habt euch hier vielleicht irgendwas aufgebaut, was jetzt so ein bisschen zusammengebrochen ist, wo ihr von neu an anfangen müsst, ja. Vielleicht hat etwas nicht so geklappt, wie ihr euch das vorgestellt habt. Vielleicht musste hier irgendwas beendet werden. Es ist individuell in eurer Situation. Hier haben wir aber die Sternkarte, also eine absolut mega tolle Karte. Der Stern bedeutet neue Chancen, ja, werden die hier gewährt. Eine Glückskarte, also alles, was mit Wunscherfüllung zu tun hat. Du bekommst hier Klarheit jetzt in deiner Angelegenheit. Also manchmal ist es gut, dass hier so etwas passiert. Es ist nicht immer negativ zu sehen, ja. Nichts geschieht umsonst, sage ich mal. Genau, dann fangen wir mal an. Also die erste Woche hat ja jetzt schon im Januar begonnen. Januar, Schütze, erste Woche. Schütze, aha. Okay. Da haben wir die Arbeit. Also ihr seid hier an irgendwas beschäftigt, auch gerade vielleicht. Sie steht natürlich auch für die Arbeit. Sie steht aber auch einfach, dass ihr hier an etwas arbeitet, beschäftigt seid. Hier ist das reiche Mädchen. Sie kann für die Familie stehen auch, ja. Und hier habe ich die Diebstahlkarte. Vielleicht ist hier irgendwas mit der Familie, ja, ins Ungleichgewicht gekommen, zusammengebrochen, ja. Vielleicht arbeitet ihr hier an einer Familie oder dass das nicht alles zusammenbricht, könnte ich mir auch vorstellen, ja, für einige von euch. Und vielleicht hat das jetzt auch aber gar nichts mit der Familie zu tun, denn diese Karte steht auch für inneren Reichtum, ja. Aber da hier die Diebstahlkarte liegt, ja, also ist das irgendwie, ja, es ist auf jeden Fall nicht so rum. Ist das auf jeden Fall nicht positiv. Also diese Karte steht für einfach, es ist ein Energieräuber, ja. Also dir kommt hier auf jeden Fall in der ersten Woche irgendwas abhanden.
sei es deine Energie, ob es vielleicht irgendeine Verbindung ist. Es kann sich hier auch tatsächlich um eine Frau handeln, um eine blonde Frau bis zu 40 Jahren, ja. Vielleicht gibt es hier Streitigkeiten, vielleicht entfernt sich hier eine Frau von euch, das kann es auch bedeuten. In Verbindung, sage ich mal, mit Personen bedeutet auch die Diebstahlkarte, dass hier irgendein Betrug stattfinden kann, ja. Das kann es auch bedeuten. Zweite Woche Schütze. So, da haben wir einen angenehmen Brief. Ja, darüber macht ihr euch irgendwie Gedanken. Also irgendwas erfahrt ihr. Es muss nicht unbedingt ein Brief sein und der muss auch nicht immer angenehm sein. Also hier erfahrt ihr auf jeden Fall irgendwas. Seine Gedanken bedeutet nicht immer seine, können auch ihre sein. Ja, das wisst ihr, denke ich mal, wenn ihr meine Videos schaut. Bedeutet, dass ihr hier irgendein Vorhaben, also ihr plant hier irgendwas, ja, ihr plant hier irgendwas durchzuführen, habt ihr aber noch nicht. Diese Karte sagt aber tatsächlich auch, dass man hier tätig werden soll. Und irgendwie hat das was mit einem älteren Herrn zu tun, ja. Sie steht auch für den Vater, sie kann auch für den Chef stehen, ja, sie kann auch für deinen Kollegen oder mit einer Person, mit der du zusammenarbeitest, stehen. Sie hat aber, also diese Person hat, also das Sagen auch, sie ist machtvoll, nutzt das aber nicht aus, ja. Also eine autoritäre Person. Dritte Woche. Dritte Woche Schütze. Dritte Woche Schütze. Aha. Hier passiert irgendwas ganz unverhofft. Daran habt ihr nicht gedacht. Es kann sich um Geld handeln, ja, es kann sich aber auch um alles Mögliche handeln. Irgendwas Plötzliches, Unerwartetes. Und hier liegt die Veränderung. Also, es verändert sich hier bei euch irgendwas, ja, und das große Glück liegt hier drin. Super. Hier, der Stern. Kann noch sein, dass in der ersten Woche hier irgendwas zusammenbricht, ja, bei euch wie der Turm, ja, und hier liegt aber schon das große Glück drin. Irgendwas verändert sich hier plötzlich. Veränderungen stehen auch manchmal für Umzüge, ja. Aber irgendwas verändert sich hier. Aber hier liegt auch wirklich das große Glück dann drin für euch in der dritten Woche. Die vierte Woche. Für einige von euch sehe ich hier, dass es sich um die Arbeit handelt in der vierten Woche, ja. Hier steht irgendeine Beförderung an. Hier geht es irgendwie weiter, denn wir haben die Gerichtsperson, ja. Eigentlich steht die Gerichtsperson, sage ich mal so, also nicht immer für Streitigkeiten, aber für irgendwelche Auseinandersetzungen. Auch vielleicht um behördliche Dinge, um juristische Dinge, sowas halt, ja. Hier liegt aber der reiche gute Herr. Sie steht für gute Nachrichten, die ins Haus kommen, ja. Sie steht für eine gute Lösung. Du findest eine gute Lösung für dein Problem, für finanzielle Stabilität, für die Selbstständigkeit. Sie kann aber auch für einen Herren stehen, ja. Aber hier liegt so die zu hohen Ehrenkommen-Karte und sie steht dafür da, dass sie vielleicht eine Lohnerhöhung bekommt. Ihr kommt auf der Arbeit einfach weiter, ja. Vielleicht bekommt ihr eine höhere Stelle, also ihr werdet hier vielleicht befördert, ja. Ihr werdet hier geschätzt, gelobt, ja, für euer Ein, also ihr habt euch hier für irgendwas eingesetzt und jetzt bekommt ihr hier, sage ich mal, also ihr erntet hier, was ihr gesät habt. Also super. Denkt über Prioritäten nach in diesem Monat. Ja, also das hat sich ja nochmal hier positiv gewendet. Ja, also hier liegt, also in der dritten Woche gibt es eine Veränderung, das große Glück und die zu hohen Ehrenkommen-Karte. Super, ja, also zum Ende des Monats. Ja, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.